Heute macht sich Linda Fäh auf den Weg nach Baden im Kanton Aargau. Dort trifft sie den SP-Jungpolitiker, Ex-User-Präsident und Enfant terrible von der Schweizer Polizszene, Cédric Wermuth. Er ist jung, charmant, gut aussehend, zudem sehr intelligent, belesen und natürlich politisch engagiert. Ich freue mich sehr, in meiner ersten Sendung so einen spontanen, sympathischen jungen Mann zu treffen. Ich bin natürlich gespannt, was für ein Mensch sich hinter dem Politiker versteckt, ob sich der Cédric Wermuth für mich in Schale geworfen hat und natürlich über seine Wohnung aufgeräumt hat. Der Cédric lebt mit seinen 3 Mitbewohnern im ältesten Haus von Baden. Im Laufe der letzten 100 Jahre ist an dem umgebastelt, umgebaut, gestrichen und gekämmert worden, bis es zu Bleibe für einen bunten Haufen von jungen Leuten geworden ist, wo auch der Cédric Wermuth dazugehört. Cédric Wermuth, 1999 mit jungen 13, bist du eigentlich schon zu der JUSO beigetreten? Wie kommt man auf die Idee, so früh in die Politik zu gehen? Ja, das ist wirklich jung, das ist mehr Zufall. Also meine Eltern sind sehr politisch. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo Politik immer ein Thema war. Wir haben zusammen die Tagesschau geschaut, darüber geredet. Und ich habe dann mehr aus Interesse mal die Wahlunterlagen angeschaut von der Partei 1999. Und da hat es eine junge linke Partei dabei gehabt, die JUSO. Und ich habe dort mal angekreuzt, ich hätte gerne mehr Informationen. Und wie das so ist, in so einem Verein, ich bin dann gerade als Mitglied aufgenommen worden. Die haben es mir angerufen und bin ich mal schauen. Und seither mehr oder weniger dabei. Ja, jetzt aber mit 13 oder als junger Teenager hat man ja noch andere Leidenschaft und Hobbys. Was hat Cédric sonst noch nebst der Politik interessiert als junger Bursch? Ich habe selbstverständlich geshootet. Oh, wie jeder, okay. Wie jeder kleine Bub im Freien Amt. Mit 7 oder so angefangen, früh im Goal nachher lang gewesen. Das hat mir unglaublich Spass gemacht. Ich shoote auch heute noch so, aber hobbymässig nicht mehr im Club dürfen das recht sein, leider nicht. Der Cédric Wermuth kandidiert dieses Jahr für den Nationalrat. Den ersten Schritt dafür hat er schon erreicht, und zwar mit dem 3. Listenplatz bei der SP Aargau. Jetzt geht es darum, für sich und seine Partei zu werben. Ein weiterer Schritt dafür ist natürlich die Homestory mit der Linda Fäh. Also wie du vielleicht weißt, ich kenne mich ja sehr gut aus mit Wahlen. Also wenn du einen Tipp brauchst, dann kannst du dich melden. Melde mich Wahlen, ja. Ich habe aber auch gehört, du verstehst dich anscheinend sehr gut, zum Beispiel mit dem Ueli Maurer oder mit dem Toni Brunner. Das finde ich ja schon sehr interessant. Wie funktioniert so etwas? Ja, das ist tatsächlich speziell. Also wir haben in Bern gibt es so eine Kultur, und das ist eigentlich noch schön, und das gibt es nicht in allen Ländern, wenn man da ein bisschen umschaut, dass man privat zum Teil noch gut miteinander auskommt. Und ich habe mit dem Toni Brunner zum Beispiel habe ich ihn kennengelernt, als wir im Sommer bei ihm waren, in der Geschäftsleitung von JUSO Schweiz. Wir haben in seinem Haus der Freiheit im St. Gallischen in dieser Beiz unsere Retretten gemacht, unsere Jahresretretten. Und es ist ziemlich lustig, er hat uns extrem offen empfangen, ist persönlich sehr ein humorvoller Typ, wo wir uns gut verstanden haben. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Ehre, ich darf für das SVP-Grümpeli-Turnier Promi-Mannschaft von der SP zusammenstellen am 16. Juli. Ich finde das angenehm, dass man nach einer Debatte auch zusammen ein Bier trinken kann. Was ich gerade lese, ist, sie sind da am Boden. Der Beweis, dass der Cédric mit dem Toni Brunner auf Du und Du ist, findet Linda auch gerade in seinem Zimmer. Ein handsigniertes SVP-Programmheft mit folgender Widmung drauf. Für meinen User-Kollegen Cédric, damit du auch mal ein richtiges Programm hast, Toni Brunner. Und als Linda schon seinen Kleiderschrank unter die Lupe nimmt, kann sie ihm gerade ein paar Styling-Tipps geben. Im Großen und Ganzen ist sie mit der Ausbeute ganz happy. Vor allem der Erker, der zum begehbaren Kleiderschrank umfunktioniert worden ist, hat sie ihren angetan. Das finde ich natürlich auch noch sicher. Ja. Das Bügeleisen ist noch heiss. Der Cédric hat sich also wirklich für die Linda Fäh in Schale geworfen. Jetzt, du studierst ja noch, Cédric. Du arbeitest ca. 70% bei der SAH, Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Du bist in der SP tätig, jetzt engagierst dich für den Nationalratswahlkampf. Puh, ich komme gar nicht mehr zum Schnauf. Was machst du, um dich ablenken jetzt oder um einen Ausgleich zu finden, um ein bisschen wegzukommen von diesem Stress? Ja, das ist das, was das Schwierigste ist. Also, der Job war nicht so geplant, das JUSO-Präsidium, aber es hat sich entwickelt zu einem 7-Tage-Job fast die ganze Zeit. Also, gerade die Medien, das kennst du selber auch, interessiert es eigentlich nicht, ob es am Sonntagmorgen um 10 Uhr ist, wenn sie anrufen oder so etwas. Und dann musst du halt einfach. Und das ist manchmal schwierig. Ich habe das am Anfang vernachlässigt, versuche jetzt bewusster auch mit Leuten wieder mehr Kontakt aufzubauen. Jetzt, wo ich Zeit habe, nachdem ich das Präsidium abgegeben habe, wo nicht so im politischen Kuchen drin sind, mehr auch wieder Musik zu geniessen, ist mir sehr wichtig. Konzerte, Kino, ich lese sehr viel. Und auch immer mal wieder ein paar Tage weggehen, abschalten können. Das
abgeschaltetes Natel zu Hause lassen. Das ist ein Luxus, den ich mir gönne inzwischen. Und das ist so der Ort, wo ich versuche, Kraft zu tanken. Und Kino hast du noch erwähnt. Bist du gerade das letzte Mal im Kino gewesen, wann? Was hast du für einen Film geschaut? Oder was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Ich habe nicht einen absoluten Lieblingsfilm, aber ich habe den letzten, den ich gesehen habe, war Black Swan. Beeindruckender Film, finde ich. Sehr schöne Bilder, die gemacht worden sind. Und sie spielt genial. Natalie Portman ist sehr beeindruckend. Ich könnte das nicht. Ich habe gerne so Filme, die so ein bisschen das Psychodramatische, das finde ich faszinierend. Ja, da kann ich also nur zustimmen. Es hat sicher auch zu Recht einen Oscar bekommen. Gehst du dann auch viel mit Freunden raus oder wenn du ins Kino gehst? Hast du ein Fräulein ab und zu an der Seite? Ja, selbstverständlich, aber nicht... also immer wieder eine andere, oder? nein, schon nicht. Nein, aber ich glaube, mit einer Frau in der WG zum Beispiel, wir machen viel zusammen. Aber ich habe tatsächlich jemanden, der regelmäßiger mitkommt ins Kino, das gibt es auch, ja. Also das nennt man Freundin in dem Fall. Hast du ein Schätzchen? Ja, das ist richtig. Ich lebe seit eigentlich kurz in meiner festeren Partnerschaft. Das ist auch etwas, das viel Raum bietet zum Abschalten und zum Krafttanken. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das darf man fast nicht erzählen. Nicht, so? Nicht ganz nüchtern zu Luzern, in einer Bar, zumindest von meiner Seite. Ja. Aber im Privaten, in dem Fall nicht in der Politik? Nein, im Privaten, in Luzern im Ausgang. Ja. Ist sie auch in der Politik tätig? Nein, gar nicht. Sie ist nicht in der Politik tätig, sie ist berufstätig, macht jetzt gerade eine Ausbildung zusätzlich zur Übersetzerin. Und das ist auch ein guter Ausgleich. Also ich glaube, es wäre schwierig, wenn jemand völlig in der gleichen Welt wäre, dann wäre es zum Abschalten viel schwieriger. Ja, das stimmt. Ich habe zwar jetzt etwas anderes erwartet. Ich habe wirklich gedacht, ich wollte dich fragen, muss das sein, dass seine Freundin die gleiche Ansicht hat wie du politisch? Oder eben geht das in dem Fall auch, wenn sie eine andere Meinung vertritt? Ja, das ist sogar wichtig. Also sie ist jemand, der zu meinen grössten Kritikerinnen gehört. Sie findet vieles nicht ganz in Ordnung, was ich mache und wie ich es mache. Und das ist etwas, um sich dann sehr direkt damit auseinandersetzen. Das hilft. Es ging wahrscheinlich nicht, wenn irgendjemand jetzt wenn sie eine SVPlerin wäre, das wäre schwieriger. Aber ich fände es langweilig, wenn sie zu 100% einig wäre mit mir. In den Wegen des Cedric ist Umbau angesagt. Es wird wieder einmal gebastelt, gekämmert und gestrichen. Du wohnst jetzt hier in einer Vierer-WG, haben wir vorher gesehen. Wie bist du zu dem gekommen? Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, als Politiker verdient man genug, um eine eigene schöne Wohnung zu haben. Aber du hast dich für eine Vierer-WG entschieden. Warum das? Ja, man wird leider mit Politik nicht reich in der Schweiz. Insbesondere nicht, wenn man nicht Nationalrat ist oder ein öffentliches Amt hat. Das habe ich ja nicht. Ich mache in dem Sinne Politik in der Partei vor allem. Also ich bin da engagiert im Stadtparlament etc. Und da verdienst du praktisch nichts. Da gibt es eine Sitzungsentschädigung. Aber leben kannst du von dem lange nicht. Darum gehst du jetzt zum Nationalrat, oder? Ja, darum, ja, mal schauen, ich hoffe, es klappt. Der WG-Kühlschrank sei im Moment besonders aufgeräumt, sagt Cedric, denn normalerweise führt er ein Eigenleben. Putzen und Einkaufen wird in den WG vom Cedric sozial und im demokratischen Sinn durchgeführt. Jeder kauft und isst, wie, was und von wem er will. Nur wenn sich der Cedric an den Kelloggs von seiner Mitbewohnerin vergreift, dann kann das zu einer ausgereiften Debatte führen. Die wirst du wahrscheinlich jedes Mal gewinnen, die Debatten, oder? Ja, nicht einmal. Ich kann sehr rabiat sein, wenn es um ihre Kelloggs geht. Muss und zum Schluss muss man etwas verraten. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht über dich und man hat in der letzten Zeit ein bisschen beobachten, dass du bei Debatten, die du führst, deine Gesprächspartner oder Gegner relativ schnell auf die Palme springen und aus der Ruhe springen. Und die Politiker sind teilweise also Urgestein. Wie schaffst du das? Wie kannst du die Ruhe behalten? Ist es Strategie? Ist es Zufall? Hast du das in dir rein? Nimmst du es überhaupt selber wahr? Verratest du mir's? Ich hoffe, dir geht es nicht so jetzt gerade. Oder? Nein, also ich glaube, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Ja, also es ist sicher eine bewusste Überlegung. Es ist etwas, glaube ich, reden und debattieren, argumentieren, ist etwas, was man lernt, indem man es macht. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei auf nationaler Ebene, mehr oder weniger. Und ich habe mir das versucht, dann bewusst anzutrainieren, sich selber wieder anschauen am Fernsehen bei Auftritt. Das kennst du ja auch. Das ist Horror, wenn man sich selber wieder anschaut. Aber es ist wirklich sehr lehrreich. Oder?
Und das ist etwas, das ich zum Glück irgendwie mitbekommen habe. Ich habe nie eine Schule gemacht oder mich ausgebildet, sondern ich kann das irgendwie argumentieren und debattieren. Und ich versuche das je nach Gegner dann entsprechend einzusetzen. Und das hat jetzt 2-3 Mal geklappt. Das hat ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber es ist nicht immer so. Also, es gibt auch Debatten, die ich verliere. Zum Glück sind das nicht gerade die letzten paar im Fernsehen. In dem Fall ist es schon ein bisschen geplant, um denen auf den Zahn zu fühlen. Also man überlegt sich das schon immer vorher. Ein grosser Teil von so Auftritt ist Vorbereitung. Einerseits inhaltlich, thematisch selbstverständlich. Aber man überlegt sich auch, was ist das für ein Forum und mit wem diskutiere ich. Und den Roger Köppel auf die Palme bringen ist selbstverständlich interessanter als vielleicht jemand anderes. Danke vielmals, Cedric Wermuth, dass wir hier bei dir reinschauen durften. Es war sehr spannend und sympathisch. Natürlich viel Glück bei deinem Kampf um den Nationalrat. Ich würde sagen, hol dir das Kränkli. Meine Kollegin Vera Freitag berichtet nächste Woche mehr um das Thema Transparenz. Das war es von meiner Seite, von der ersten Sendung Polymag. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder hier auf Star TV.